Freizeit, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier wieder mal aus Gersdorf. Ja, es ist halt mein Lieblingswindpark und deswegen bin ich mal froh, wieder mal hier zu sein. Ja, es ist zwar auch sonnig hier, aber auch viel Wolken. Wind ist auch genug da. Ich stehe gerade unter der 126er auf 166 Meter. Ach ja, ich weiß schon gar nicht mal, wie oft ich das schon gefilmt habe. Turm drückt sich schon ordentlich zur Seite. Schauen wir mal, ob man das von der Seite gut sehen kann. Moment, wo? Beziehungsweise heftiger, schlimmer, könnte ich das jetzt nicht beurteilen. Oh, verdammt. So, hier geht es einigermaßen. So, da hinten die Nordex N54. Hier rechts auch noch eine. Dann geht es hier drüben weiter mit der V90. Vom Baujahr 2011. Hatte ich letztens gesagt, 2014. Ist leider falsch. 2011. Die Nordex N54 waren vom Baujahr 98 bis 99. Dann die V126, ebenfalls 166 Meter hoch. Und links daneben die V126 auf 149 Meter. Das war damals die erste gewesen hier. Bis dann ja die vier Riesenmonster noch hier hinzugekommen sind. Und ich habe gerade gelesen, es kommt hier noch eine weitere V126 her. Dann noch die V112. Ja. V126, ich vermute mal, also ich habe das gelesen, die soll entweder da hinten hin, wo die V126 davor steht, dahinter die N54 oder die rechts daneben. Genau weiß ich jetzt nicht, ich müsste da erst gucken. Riecht aber ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, als ob jemand den Kamin angemacht hätte. So riecht es zumindest hier. Ja, da hinten noch eine N54. Ja, zwei N54 haben sie abgebaut. Da stand so eine da hinten bei der V126 links daneben eine und ein Stück weiter vorne bei der anderen V126 genauso links daneben. Aber die sind jetzt leider weg. Und zwar ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo jetzt hier dieser scheiß Lockdown, Ausgangsbeschränkung war, wo ich die rausfahren konnte. Das hat mich bis heute übrigens angekotzt. Naja. Es stehen ja noch immerhin noch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anlagen. Ja, wird noch viel passieren, denke ich mal, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie lange die noch jetzt stehen werden. Ja, also versuche ich auf dem Laufenden zu halten. Und die V126, die dann hinzukommen soll, soll dann 3600 kW haben. Ist zwar jetzt kein großer Unterschied zwischen 3450 und 3600, aber okay, ist schon ein bisschen eine Leistungssteigerung. Ja, hier seht ihr nochmal schön, wie sich die Rotorblätter biegen und zwar so derartig. Betreiber ist Sabowind, könnt ihr ja oben am Maschinenhaus sehen, genauso wie hier die bei mir steht. Man könnte eigentlich auch sagen, alle Vestas-Anlagen hier, so wie die E92 da hinten, können alle zu Sabowind. Und die Nordex, glaube ich, gehören zu Ostwind. Ja. Also hier hat so groß als Sabowind ihre Anlagen hingeknallt. Ja. So viel dazu. So, und da hinten, da bin ich gerade eben gewesen. Das ist Windpark Kuhschnappel. Also nicht Schnabel, sondern Schnappel. Also mit Doppel-P geschrieben. Mit den zwei Vestas V52. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Kamera kriege. Ja, da hinten seht ihr sie. Die erste V52, dann rechts daneben müsste gleich die E48 kommen. Ich krieg's jetzt bloß leider nicht auf die Kamera gestellt. So, mal sehen. Also, ich glaube da hinten. Nee, das ist die zweite und links daneben seht ihr die E48. Zwar etwas schlecht zu sehen, aber einigermaßen sieht man sie.
Ja, also Wind geht ja ordentlich, das merkt man ja gerade. Ich stehe gerade so direkt in der, an der Anlage, so dass ich den Wind nicht so abkriege. Man könnte sagen auch, dass ich jetzt gerade direkt hier windgeschützt bin, einigermaßen. Man zwar nicht hundertprozentig, aber so, dass man wenigstens mich noch versteht. Die V212 steht auch schon seit einer Ewigkeit. Ich weiß nicht, schon seit einer Stunde oder so stand es, durfte sie jetzt schon stehen. Also, so habe ich das zumindest gesehen. Wer weiß warum. Wer weiß, wer weiß. Aber schöne Anlage. Da haben wir 140 Meter. Ich habe das Gefühl, man merkt ja irgendwie auch die Schwingungen unten am Boden bei der Anlage hier neben mir. Wie gesagt, hier oben seht ihr das Maschinenhaus. Gucken wir mal, ob man Schwankungen sieht. Schauen wir mal. Naja, man sieht nicht wirklich viel davon. Ja, nur ganz, ganz leicht sieht man das schön, dass der Turm nach hinten gedrückt wird. Sieht man ja sehr gut jetzt hier vorne. Hier sieht man es sehr, sehr gut. Ist schon echt krass, wie viel Kraft der Wind hat da oben. Bei Westers ist das schon ziemlich geil zu beobachten. Sehr, sehr schön. 166 Meter, ey. Das muss man sich mal vorstellen, ey. Ich hätte es nie für möglich gehabt, dass mal solche riesigen Anlagen hierher kämen. Aber die hier drüben bei Kuhschnabel, da soll auch eine neue Anlage hin. Und zwar soll dorthin eine Vestas 436 mit, ich glaube, auch 3,6 Megawatt und auch 166 Meter Nabenhöhe. Ja. Wann es losgeht, weiß ich zwar nicht, ich habe keine Baustelle gesehen. Also ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Im Internet habe ich gelesen, das soll, also die Betriebnahme sollte eigentlich im August schon vonstatten gehen, aber wenn ich jetzt noch nicht mal ein Fundament sehe, dann denke ich mal, das wird sich dann noch hinziehen. Naja, ja, wie gesagt, mal sehen, wie lange die jetzt noch hier stehen, weil die haben jetzt schon mittlerweile wir haben jetzt 23 Jahre auf dem Buckel. 23 Jahre. Eigentlich ist nach 20 Jahren Schluss. Aber wer weiß, vielleicht lassen sie die weiterlaufen. Es ist aber auch scheiße kalt heute, ne? Also, der Winter hat noch mal so richtig seine Kraft hinterlegt hier. Das bleibt jetzt auch in den nächsten Tagen auch immer so kalt. Es soll zwar mal kurz wieder milder werden, aber das war's dann auch schon wieder. Ja, ich beschäftige mich halt auch viel auch mit Wetter und so weiter und so fort. Hat mich das auch interessiert. Vorne 50 mit 166 Meter. Naja, also Sturmtief haben wir dieses Jahr noch gar keine große erlebt. Schade auch. Jetzt geht schon mal hier hoch, weil da ist auch Windpark. So, da hinten habt ihr sie. Da steht eine E70. Ach, Erlberg Kirschberg heißt der Windpark. Da steht eine E70 und zwei kleine Windworld. Also im Netz habe ich gelesen, war das irgendwas mit 4100 mit jeweils 500 kW. Bleibst du jetzt eigentlich mal scharf hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist einfach nicht normal, ey. Da rechts seht ihr diese E70. Nabenhöhe hat 64 Meter. Und die beiden Windwirts, ich denke mal, auch so jeweils 50 oder 60 Meter ungefähr. Das sind auch Seltenheiten, diese Windwirt-Anlagen. Habe ich auch noch zuvor nie gesehen.
kommt halt bloß nicht näher ran an die Anlagen, weil ich glaube, die sind einem Privateigentümer gehören. Ja. Na gut. Dann gehe ich erstmal wieder runter. 40,5 Meter und daneben seht ihr die zwei Repower MM82. Ich glaube vom Baujahr 2002. Ja. Und dann noch seht ihr noch im Hintergrund noch andere Anlagen. Das sind auch noch mal welche dabei. Darunter auch ein paar große Senvion MM114. Nee, M114, Entschuldigung. Mit 3,2 Megawatt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt von gut aus sehen kann hier. Ja, da hinten seht ihr sie. Und irgendwo hatte ich, glaube ich, auch die. Hatte ich auch schon mal die Vestas 436 mal gesehen, aber ich glaube, das sieht man jetzt von hier aus nicht. Ist nicht klar genug das Wetter heute. Wobei es eigentlich relativ gut geht eigentlich. Naja, egal. Dafür seht ihr wenigstens die Anlagen da hinten. Die Senvion und die Repower. Senvion und Repower ist eigentlich eh dasselbe. So. Na, das ist nett. So, da habt ihr sie. Die Vestas 417. Dennoch jetzt. Bei Glauchau. Ja, Freunde, das war es jetzt auch erstmal hier aus der Skersdorf. Wann es hier losgeht, wie gesagt, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich denke mal, das wird sich noch eine Weile hinziehen, bis das hier losgeht. Bis dahin wird sich jetzt erstmal nichts viel, wird sich ja nichts tun, groß jetzt erstmal. Es sei denn, die Nordex-Anlagen verschwinden irgendwann nach und nach mal. Naja, noch stehen sie. Derzeit wurden jetzt, wie gesagt, nur halt zwei abgebaut. Die standen da drüben, also da ungefähr in der Mitte. Ja. Okay, Freunde, dann war's das hier. Und bis zum nächsten Mal.